Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen zur Fortsetzung und zum Abschluss in unserer Betrachtung von verschiedenen Texten aus dem dicken Buch des Propheten Hesekiel. Hesekiel, ein Prophet, der im 6. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat. Wir setzen uns also mit Texten auseinander, die 2600 Jahre alt sind, und haben in den vergangenen beiden Veranstaltungen versucht, die Brücke zu schlagen, diese Texte nicht nur in ihrer zeitgeschichtlichen Situation wahrzunehmen, sondern in dem offenbarungsgeschichtlichen Handeln Gottes, das in der ganzen Bibel dargestellt wird, einzuordnen und dann auch mit unserem persönlichen, aktuellen, gegenwärtigen Leben zu verknüpfen. Und unser Anliegen, unser Bemühen war dabei, dass wir versucht haben, das prophetische Handeln, die prophetische Aufgabe der alttestamentlichen Propheten zu verstehen. Der Untertitel dieser Bibelabende oder Bibeltage lautete ja Hesekiel, Kritiker, Tröster, Visionär. Ein Prophet in der damaligen Zeit war jemand, der im Auftrag Gottes seine zeitgeschichtliche Situation unter die Lupe nahm. Sie analysierte, sie verglich mit Gottes Vorstellungen von unserem Leben und dann auch die Baustellen in unserem Leben, im Leben des Volkes aufdeckte und Korrekturbedarf anmahnte. Hesekiel, der Kritiker, wir setzen uns auseinander mit der Funktion des Hirten und haben das dann entdeckt und in Erfüllung gehen sehen in der Person Jesus Christus, dem wahren guten Hirten. Der zweite Teil befasste sich gestern Abend mit Hesekiel als Tröster, weil Gott nicht nur die Baustellen aufdeckt in unserem Leben, sondern weil Gott uns dann auch Hilfe anbietet. Und gestern bestand dieses Hilfsangebot in der Zusage, in der Verheißung Gottes, dass er in einer tiefen Wirkung in unserem Leben arbeiten will, weil er den Zugriff hat auf unser Herz, weil er unser Herz verändern kann. Und heute geht es um die dritte Funktion eines Propheten der damaligen Zeit, nämlich dass ein Prophet auch die Zukunft ansagte. Ein Prophet hat nicht nur die Vergangenheit analysiert, nicht nur in der Gegenwart Hilfsangebote Gottes angeboten, sondern er hat auch die langfristige Perspektive Gottes für diese Welt, für seine Gemeinde und für jeden einzelnen Menschen angekündigt. Und heute haben wir es mit einem Text zu tun, den wir in Hesekiel 37 finden. Ein Text, der etwas von der Spezialität dieses Propheten Hesekiel zeigt. Am ersten Abend in der Einleitung habe ich versucht deutlich zu machen, dass dieser alttestamentliche Prophet auch apokalyptische Züge trägt. Dass er mit Metaphern, mit Bildern, mit Stilelementen arbeitet, die nicht in unserem normalen Alltagsrahmen hineinpassen. Und jeder, der sich mal diese Aufgabe stellt und das Prophetenbuch Hesekiel versucht zu lesen und versucht zu verstehen, der wird auf sonderbare Textabschnitte stoßen. Und einen solchen sonderbaren, geheimnisvollen Textabschnitt wollen wir versuchen, uns heute in diesem Sonntagsgottesdienst vorzunehmen. Ich lese aus Hesekiel 37 die Verse 1 bis 15 oder bis 14. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine,
Höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht Gott der Herr. Dieser Ausschnitt aus dem 37. Kapitel wirkt vielleicht beim ersten Hören, beim ersten Lesen wie ein Auszug aus einem Horrorfilm. Ja, der Prophet Hesekiel geht auf ein Schlachtfeld, das voller Toter liegt, voller Skelette, voller Knochen, die überall zerstreut sind. Ausgebleichtes Knochenmaterial. Er begegnet also der Welt des Todes. Und zwar in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Da ist nichts mehr heil. Da ist alles kaputt. Da ist alles mausetot. Und dieser Zustand verändert sich, als Hesekiel im Auftrag Gottes die Lebenszusage Gottes in diese Situation hinein verkündigt und anbietet. Auf einmal kommt Bewegung in die Menge. Die Skelette, die Gerippe bewegen sich. Und es fängt nicht nur an zu klappern, sondern es beginnt zu leben. Es entsteht wirklich richtiges Leben. Leben, das Gott wieder neu geschenkt hat. Man könnte sagen, der Ausgangspunkt war Gruseln und durch den Glauben entsteht neues Leben. Vom Gruseln zum Glauben. Von einer Situation der vollkommenen Erniedrigung hinein in eine neue Hoffnungsperspektive. Und das genau war das Anliegen Hesekiels, das genau war sein Auftrag. Er wirkte als Prophet in der Gefangenschaft. Er befand sich mit 10.000 anderen jüdischen Genossen in der babylonischen Gefangenschaft, weit weg von der Heimat, weit weg von Jerusalem, weit weg vom Tempel. Und dann war noch die Situation eingetreten, dass die Nachricht kam, Jerusalem war zerstört, der Tempel war nicht mehr. Und mit anderen Worten, es ist genau das eingetreten, was in Vers 11 gesagt wird. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns.
Das war die Situation des Volkes Israels damals. So haben sich die Verbannten, die Menschen im Exil empfunden. Es gab keine Perspektive mehr. Alle ihre Hoffnungen waren zerstört. Alles um sie herum wirkte auf sie tot, verlassen, kaputt, niedergemacht. Da war nichts mehr übrig. Da war kein Hoffnungspotenzial mehr. Da gab es keinen Hoffnungsträger mehr in ihrem Leben. So war ihre Situation. Das war der Ausgangspunkt. In diese Verzagtheit hinein sollte jetzt der Prophet Hesekiel wirken. Gott sagt zu ihm: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Das ist die Ausgangssituation. So empfinden sich die Menschen. Und jetzt beauftrage ich dich, vermittel ihnen Hoffnung. Gib ihnen eine Perspektive, die ich für dieses Volk habe. Aber die Frage ist jetzt, wie entsteht aus einem solchen Horrorszenario eine Hoffnungsperspektive? Das ist ja eher etwas Unheimliches. Und ich glaube, wir haben es hier mit einem dieser vielen prophetischen Texte im Schrifttum der Bibel zu tun. Es gibt so etwas auch im Neuen Testament durchaus, wo wir sehr vorsichtig, sehr behutsam mit umgehen sollen. Und wo wir uns klar machen müssen, dass die prophetischen Texte der Bibel einen besonderen Charakter haben. Zum Beispiel sollten wir uns dafür hüten, jeden einzelnen Zug in diesen prophetischen Texten eine Bedeutung zuzuordnen. Sondern ich empfehle uns, dieses Bild in Hesekiel 37, 1 bis 14, in seiner Gesamtheit auf uns wirken zu lassen. Und ein weiterer Zug, den wir uns bewusst machen müssen, das hat etwas zu tun mit der Funktion von Prophetie. Wenn wir von Prophetie reden, dann haben wir oft die Vorstellung, dass uns etwas verkündigt wird, damit ich heute schon weiß, was morgen oder übermorgen passiert. So definieren wir prophetische Aussagen. Aber die biblische Prophetie ist nicht wirklich so gemeint, dass mir heute schon detailliert erklärt wird, wie Gottes Plan morgen und übermorgen aussieht. Sondern mir werden durch die prophetischen Aussagen der Bibel Informationen gegeben, die ich aufnehmen soll, auch dann, wenn ich sie nicht in ihrer Gänze verstehe, weil sie mir in der Zukunft eine Orientierungshilfe sein können. Ich habe mal dazu eine gute Illustration gehört und aufgegriffen und auch schon öfters weitergegeben. Ich vergleiche das gerne mit einer Wanderung im Gebirge. Wir haben ein Ziel, wir wollen eine Gebirgshütte erreichen und auf einmal kommt Nebel auf und wir verlaufen uns. Wir haben aber das Ziel, wir wollen zu dieser Gebirgshütte. Und wir irren durch den Nebel und auf einmal begegnet uns ein anderer Wanderer. Das ist ein Einheimischer, der kennt sich aus. Und wir sagen ihm: Können Sie uns helfen? Wo ist der Weg zur Gebirgshütte? Wir wollen noch heute dorthin. Und dann sagt er: Ja, gehen Sie einfach weiter in diese Richtung. Und auf einmal finden Sie auf der rechten Seite eine knorrige Eiche. Die ist ganz alt, so eine richtige knorrige Eiche. Und an dieser Stelle gehen Sie links. Und wenn Sie dann links gegangen sind, dann müssen Sie über so einen Hügel, dann kommen Sie an eine Senke. Und dann steht links auf der Seite ein großer Felsenstein. Und da müssen Sie wieder links. Und dann gehen Sie über eine Brücke und dann kommt nochmal ein Hügel und dann sehen Sie schon Ihre Berghütte. Dann sagen wir: Können Sie uns das nochmal erklären? Und nehmen dann diese Information auf und dann machen wir uns auf den Weg. Wir haben diese knorrige Eiche noch nie gesehen. Wir haben diesen Felsstein noch nie gesehen im ganzen Leben. Wir sind noch nie über diese Brücke gegangen, von der dieser Mann geredet hat. Aber wir machen uns auf den Weg. Und zwischendurch sagen wir in dieser Reisegruppe: Oh, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist noch alles in Ordnung? Und auf einmal sehen wir die knorrige Eiche. Dann sagen wir: Jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Das hat doch dieser Mann gesagt. Und jetzt müssen wir doch links abbiegen, oder? Habe ich nicht gesagt links abbiegen? Ja, also biegen wir links ab. Und dann denken wir wieder: Sind wir immer noch auf dem richtigen Weg? Wer weiß,
das dauert so lange. Wann kommt denn dieser Stein? Und auf einmal schält sich aus der Nebelwand so ein Ungetüm von Stein heraus. Und dann wissen wir wieder, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann müssen wir an dieser Stelle, ich glaube, wieder links, ja? Habt ihr aufgepasst? Wieder links gehen. Und dann kommt die Brücke. Und dann wissen wir, jetzt müssen wir gleich da sein. Mit anderen Worten, die Aussagen der Prophetie kann ich heute oft noch nicht wirklich richtig verstehen. Ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es aber Menschen, Geschwister unter uns, die da durchaus weiter sein können. Aber im Verlauf der Geschichte Gottes mit seinem Volk, im Verlauf der Geschichte Gottes mit seiner Kirche, im Verlauf der Geschichte Gottes mit dir und mir, werden wir die Information aus der Heiligen Schrift wiedererkennen und als Bestätigung, als Gewisswerdung unseres Glaubens unterwegs erleben. Und aus diesem Grunde sagt der Apostel Petrus, bitte lasst uns achten auf das Licht der Prophetie, das hell scheint in der Finsternis unseres Lebens. Und genauso möchte ich uns einladen, dass wir dieses prophetische Bild des Propheten Hesekiels aufnehmen in unser gegenwärtiges Leben, auch wenn da so manches dran fremd ist und uns vielleicht stört oder vielleicht sogar erschreckt oder regelrecht anwidert. Aber ich glaube, dann kommen Situationen in unserem Leben, die uns klar machen, dass genau für diese Situation, die noch kommen werden, Gott uns sein Wort und auch die prophetischen Aussagen im Hinblick auf die Zukunft gegeben hat. Jetzt stehen wir aber vor der Frage, wie und wann hat sich denn diese Prophetie des Hesekiels damals aus dem 6. Jahrhundert vor Christus erfüllt? Oder wird sie sich noch erfüllen? Wovon redet, um Himmels Willen, wovon redet denn der Hesekiel hier? Ich glaube, eine Antwort wurde schon in diesem Text selber gegeben. Und im weiteren Verlauf von diesem 37. Kapitel finden wir weitere Informationen, die deutlich machen, dass dieser Prophet Gottes von einer ganz bestimmten Situation geredet hat. Gott erklärt ihm ja, dass er mit diesem Bild von den wieder zu Leben kommenden Skeletten auf dem Schlachtfeld des Lebens, dass er mit diesem Bild von dem Volk Israel spricht. Und eine Deutung und eine Erfüllung, die sich unmittelbar zeitgeschichtlich und historisch ergeben hat und auch schon erfüllt hat, besteht darin, dass Gott dem Volk Israel durch Hesekiel sagt, ich werde euch wieder zu einer Nation machen. Ich werde euch wieder zurückführen in euer Land, nach Israel, nach Juda. Ihr werdet Jerusalem wieder aufbauen. Es wird wieder einen Tempel geben. Und das hat sich auch historisch erfüllt. Unter den beiden Leitern Zerubabel und Nehemia im Alten Testament wurde diese Prophetie des Hesekiels wieder wahr. Gott hat sein Volk zurückgebracht. Und es wurde wieder eine Nation, wieder ein Land. Mit anderen Worten könnten wir sagen, okay, also hat sich diese Prophetie schon erfüllt. Worüber reden wir also noch? Was interessiert uns das heute schon? Und wenn wir den Text genauer lesen, Hesekiel 37 zu Ende lesen, dann stellen wir fest, ja, es hat sich schon erfüllt, aber nicht in dieser Vollkommenheit, in dieser Endgültigkeit, wie es hier in diesem Kapitel beschrieben wird. Da sind noch offene Stellen, da sind noch Leerplätze, da muss eigentlich noch mehr passieren. Und aus diesem Grunde sprechen wir in der Theologie von einer typologischen Erfüllung von Prophetie und einer mehrfachen, durchaus mehrfachen typologischen, also andeutungsweisen Erfüllung von prophetischen Aussagen Gottes. Und wir sprechen von einer endgültigen Wahrwerdung und Verwirklichung der Zusagen, der Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und aus diesem Grunde hat die Kirche Jesu Christi in dieser Verheißung des Propheten Hesekiels auch schon öfters eine Erfüllung gesehen. Eine weitere Erfüllung dieser Verheißung, dass das
Toten fällt, wieder zu leben wird, dass das Volk Gottes eine Einheit wird und wie es hinterher heißt, unter dem Knecht David einen König hat und eine Einheit bildet, eine Erfüllung dieser Verheißung sieht die Gemeinde Jesu auch im Pfingstgeschehen, im missionarischen Wirken der Gemeinde Jesu und in der internationalen Gemeinschaft der Gemeinde Gottes. Auch das ist dann eine Erfüllung, eine große Herde, ein großer Hirte, ein großer König, nämlich der Sohn Davids, nämlich Jesus Christus. Es gibt auch Christen, und vielleicht auch unter uns, die sagen, diese Verheißung hier in Hesekiel 37 und an anderen Stellen im Alten Testament hat sich auch in einer gewissen Weise erfüllt in der Staatsgründung des Staates Israels 1948. Ich möchte ganz offen sein, ich neige dazu, manchmal zu offen zu sein. Ich kann diese Schlussfolgerung nicht ganz nachvollziehen, aber auch das zeigt uns, dass hier noch etwas nicht ganz zu Ende gebracht ist. Gott ist noch mit dieser Weltgeschichte beschäftigt und er handelt noch. Und wir können immer noch gespannt sein, wie sein Wort, seine prophetischen Aussagen in Erfüllung gehen werden, wie er wahrmacht, was er verheißt. Und klar ist ja, dass der Prophet Hesekiel hier eine langfristige Perspektive aufzeigen will. Er ist der Hoffnungsträger oder der Hoffnungsverkündiger. Und das bedeutet, er gibt dem Menschen damals und durch Gottes Wort auch bis in unsere heutige Zeit eine langfristige Perspektive. Ja, ich möchte sagen, eine Ewigkeitsperspektive. Denn dieser Text, Hesekiel 37, spricht ja davon, dass etwas Totes wieder lebendig wird. Und ich glaube, dass damit deutlich gemacht wird, dass Gott für uns Menschen nicht nur eine irdische Perspektive hat, sondern was das Zeugnis des Evangeliums, des Kernevangeliums ist, Gott hat für uns eine himmlische, eine ewige Berufung. Und er lädt uns ein, diese Berufung, diese himmlische, diese Ewigkeitsdimension auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Mit anderen Worten, Gott ist derjenige, der hier handelt. Und darum gibt es Hoffnung. Denn das Entscheidende an diesem Text ist, dass Gott handelt. Und dass Gott etwas, was vollkommen zu Ende ist, wo keine Hoffnung mehr ist, wo Tod eingetreten ist, da kann Gott handeln und neues Leben schaffen. Was bedeutet das für uns heute? Ich möchte Sie und euch einladen, einfach mal mitzukommen auf die Schlachtfelder, auf die Totenfelder unseres persönlichen Lebens. Da gibt es vielleicht auch Situationen oder Szenen oder Erinnerungen oder gegenwärtige Lebensbereiche in Ihrem und in meinem Leben, wo wir sagen, ja, das sieht sehr wüst aus. Das sieht auch so ähnlich aus, wie es hier in diesem Horrorszenario in Hesekiel 37 beschrieben wird. Das ist wirklich ein Schlachtfeld. Da ist die Zerstörung drüber gegangen. Wir denken vielleicht an Beziehungen, die zerstört worden sind. An Gemeinschaft, die nicht mehr möglich ist, weil zu viel Verbitterung, zu viel Hass, zu viel Leid dort eingebrochen ist. Das kann ja manchmal ein Schlachtfeld sein. Bis hinein in unsere Ehen und Familien und bis hinein in eine christliche Gemeinde. Und man hat dann keine Hoffnung mehr. Man denkt, da gibt es keine Zukunft mehr für unser Miteinander, oder? Oder vielleicht denken wir auch an die Wüste und Ödenei und das Schlachtfeld unserer eigenen Fantasie, unserer Gedankenwelt, unserer eigenen Innenwelt. Wir schauen in uns hinein und sind manchmal vollkommen geflasht, vollkommen orientierungslos, vollkommen kaputt und erschüttert von dem Zustand, den wir in uns vorfinden, mit dem wir nicht mehr klarkommen. Und wo wir denken, entsteht da mal in mir wieder was Neues?
etwas Reines, etwas Gutes, etwas Heiliges, etwas Hoffnungsvolles? Kann ich noch mal richtig Hoffnung fassen? Oder ich denke auch an die Wüste von gescheiterten Idealen. Ja, wir haben mal begonnen. Wir haben richtige Ideale gehabt, hatten große Ziele. Wir hatten mal richtige Visionen, jawohl. Und wir waren voller Optimismus und sind darauf zugestürzt und haben es in die Hand genommen und sind auf die Nase gefallen. Wir sind desillusioniert. Wir haben den Mut verloren. Wir haben keine Kraft mehr, das anzufassen, was wir mal auch mit Gottes Hilfe in seinem Namen begonnen haben. Wer ist eigentlich hier tot? Wer sind diese Toten? Ist das nur das Volk Israel damals, die Nation Israel? Wenn wir die Bibel daraufhin untersuchen, dann stellen wir fest, dass der Mensch von Gott in seinem natürlichen Zustand auch als tot bezeichnet wird. Paulus macht es mal im Epheserbrief. Er charakterisiert uns Menschen ohne Gott als tot in unseren Übertretungen und Sünden. Als erledigt, als fertig, fix und fertig, als hoffnungslos. Und mitten hinein in diese menschliche Ohnmacht, mitten hinein in diese menschliche Zerstörung, das, was sich destruktiv in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, vielleicht aber auch in unserem gesellschaftlichen Leben wahrnehmen lässt, mitten hinein ist die Hoffnungsperspektive Gottes, dass er die Möglichkeiten hat, alles zu ändern. Er ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott konnte aus dem Nichts diese Welt entstehen lassen. Gott kann einen Menschen zu neuem Leben erwecken. Gott kann Wunder tun. Und er beschreibt das hier. Er beschreibt das hier in diesem Bild, in diesem prophetischen Bild des Hesekiels. Etwas, was ganz kaputt ist. Etwas, was schon verwest ist. Was schon sich in seine Bestandteile aufgelöst hat. Wo wirklich radikal gedacht werden muss, da ist nichts mehr in Ordnung. Da kann Gott neues Leben schaffen. Und das geschieht durch sein Wort, indem er den Propheten beauftragt, zu reden in seinem Namen. Und das geschieht durch seinen Geist, der diesem Gerippe, die langsam sich wieder aufrichten, Leben von Gott einhaucht. Gott kann Tote lebendig machen. Und das ist ein Anzeichen für eine alles überwindende Hoffnung, für eine Perspektive, die Gott in unser Leben hineinlegen kann und die so unverwüstlich ist, dass sie allem in deinem, in ihrem, in meinem Leben gewachsen ist. Haben wir diese Vision? Haben wir diese Vorstellung von Gott, von seiner Größe? Oder sind wir wie das Volk Israel damals? Der Tempel ist futsch, Jerusalem ist futsch, unsere Nation ist nicht mehr da, wir sitzen hier in der Gefangenschaft und eigentlich ist doch alles aus und vorbei. Sind wir Menschen, die auf sich selbst und auf ihre einzigen Möglichkeiten schauen? Oder sind wir Menschen, die aus ihrer Situation heraus Gott in den Blick nehmen können und sich an der Kraft Gottes, an der Göttlichkeit, an seinem Charakter, an seinen Verheißungen aufrichten wollen? Dieses Schlachtfeld, auf dem Hesekiel stand, da handelt es sich ja nicht nur um das Gegenüber von Mensch und Tod, sondern es handelt sich um das Gegenüber von Gott und Tod. Und für Gott ist der Tod keine Grenze. Mit anderen Worten, dieses prophetische Bild beinhaltet die Botschaft, es gibt keine absolute Hoffnungslosigkeit. Es gibt keinen Menschen, der ohne diese Verheißung, ohne diese Perspektive leben muss, sondern jeder ist eingeladen,
an dieser Perspektive sich aufzurichten. Und dabei möchte ich nicht verhehlen, sondern ganz offen sagen, dass das Wichtigste an dieser Prophetie, an dieser Hoffnungsperspektive, die jetzt hier der Hesekiel gibt, die Ewigkeitsdimension ist. Natürlich dürfen wir viel von Gott erwarten, auch im Hinblick auf unsere Wege, die wir noch in dieser Welt, in unserer Zeit, in unserem Leben zurücklegen dürfen. Ja, auch dafür gilt diese Verheißung. Auch dafür dürfen wir Gott anrufen und sagen, du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der Tote erweckt. Du bist der Gott, der von heute auf morgen über Nacht alles ändern kann. Und dich bitte ich, greife ein in mein Leben. Aber das Entscheidende ist, dass Gott eine Ewigkeitsbestimmung für uns hat. Und ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, Verzweiflungspunkte, Notpunkte, in denen wir uns nur trösten können mit dieser Ewigkeitsperspektive. Und wo wir sagen müssen, ja, Herr Jesus, ich möchte diesen Weg mit dir an meiner Seite gehen. Auch wenn es mir schwerfällt, aber ich weiß, das Ziel, das du für mich ins Auge gefasst hast und das du für mich ermöglicht hast, dieses Ziel ist ewig und es ist gut. Und ich lade uns ein, diese Ewigkeitsperspektive einzunehmen, uns einladen zu lassen zu dieser Hoffnung, weil wir einen Gott haben, der in Jesus Christus den Tod überwunden hat und der diese Perspektive ermöglicht hat. Zuletzt möchte ich auf einen Aspekt in diesem Text eingehen. Und zwar beginnt dieses ganze Szenario ja damit, dass Gott den Propheten fragt, kannst du dir vorstellen, dass dieses Totengeröllfeld hier wieder zu neuem Leben wird? Kannst du das glauben? Kannst du damit rechnen? Und der Prophet Hesekiel ist sehr diplomatisch, finde ich. Der antwortet nicht direkt, sondern er sagt, Herr, du weißt es. Das ist eine nette, fromme Antwort, ne? Geschickt gemacht, Hesekiel. Du kannst in meinen Club kommen. So gerne, so ähnlich drücke ich mich auch gerne um die Ecke. Aber ich glaube, dass das die Frage ist, die im Raum steht. Gott macht uns ein Angebot. Und auf dieses Angebot sollten wir antworten. Darin besteht unsere Verantwortung, dass wir auf das, was Gott uns verkündigt in seinem Wort, dass wir darauf eine Antwort geben. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder festgestellt, dass die Texte, die ich jetzt einfach mal zugrunde gelegt habe für unsere Bibeltage, immer eine neutestamentliche Entsprechung hatten. Bei Hesekiel 34 haben wir gesehen, das entspricht Johannes 10, der Rede von Jesus von dem guten Hirten. Und bei Hesekiel 36 haben wir gesehen, das entspricht Johannes 3, der Rede, die Jesus mit dem Nikodemus hatte. Es gibt also immer wieder eine neutestamentliche Entsprechung zu diesen alttestamentlichen Prophetien. Und von diesem Text, Hesekiel 37, möchte ich zuletzt ganz kurz die Brücke schlagen zu Johannes 11, wo Jesus den toten Lazarus auferweckt. Und bevor er das tut, fragt er die Schwester von Lazarus, die Martha, und sagt, glaubst du, dass ich den toten Lazarus auferwecken kann? Und auch die Martha versucht, sich so um die Ecke zu drücken. Und auch sie gibt keine eindeutige, klare Antwort. Und Jesus stellt dir und mir die Frage, Hesekiel 37, Gott kann Wunder tun. Gott kann Tote auferwecken. Gott kann in deinem Leben, in dem, was dich gerade beschäftigt, wo du Zerstörung um dich herum siehst, Gott kann da eingreifen und neues Leben schaffen. Und Gott kann dir eine langfristige, befriedigende, hoffnungsvolle Perspektive geben. Glaubst du das? Ich war vor einigen Wochen in einem Gottesdienst, in einem englischsprachigen Gottesdienst, und habe die Abendmahlsliturgie miterlebt.
Und dieser englische Pastor hat die Gemeinde eingeladen, hat gesagt, jeder, der in der Größe eines Senfkorns Glauben hat, ist eingeladen, daran teilzunehmen, wenn er die Bereitschaft in sich hat, in seinem Glauben zu wachsen. Glaubst du das? Dass Gott der ist, der uns hier in Hesekiel 37 entgegentritt und dir und uns, auch euch als Gemeinde, diese Hoffnungsperspektive geben kann? Mit dieser Frage möchte ich mich hier verabschieden und uns Gottes Segen wünschen. Amen.